Und dann geht es auch gleich weiter. Achso, jetzt geht es natürlich weiter. Also jetzt. Wollte gerade sagen, bleibst du jetzt auch stehen. Creed in Nankua. Dann würde ich sagen, wird es auch langsam für uns Zeit aufzubrechen. Denn auch mich hält hier nicht mehr allzu viel. Noch kurz ein bisschen planschen gehen. Der Captain muss ja so komisch durch die Gegend rennen. Ist das jetzt meine Insel hier oder was? Komplett einfach meine? Habt ihr einen Moment, Captain? Natürlich. Ich brauche Geld, um eine Schiffswerft zu errichten, Captain. Je schneller ich das Geld bekomme, desto eher beherrschen unsere Schiffe die See. Ja, kaufen, klar, natürlich. Oh, geil, wir können uns wirklich eine eigene Stadt hier bauen. Das ist ja mal geil. Ja, dann. Was darf's denn heute sein? Ah, es darf einmal ah sein. Was? Verkaufen, Fracht verkaufen. Zucker bestätigen. Yay! Rum! Bestätigen! Yay! Jagdbeute verkaufen, nehmen wir auch mal nicht, okay. So machen Geschäfte Freude. Ja, du gibst mir Geld. Was willst du denn Hier hier? im alten Seebär, Captain? Die Männer brauchen dringend einen Ort zum Rumhuren und Verlustieren. Mit etwas klimpernder Unterstützung könnte ich sowas hier aufziehen. Und wenn der Rum in Strömen fließt, wäre ein jedes Seemannsherz besänftigt. Zum Rumhuren, alles klar. Eine Taverne, natürlich bauen wir die, meine Guten. Für die Seemänner natürlich alles. Die Männer Hallo? brauchen dringend Ja, einen Ort ich zum wollte Rumhuren und eigentlich. Verlust. Ja, nein, ja. Taverne kaufen, natürlich will ich die kaufen. Woo! Wunderbärchen, Ihr alles macht den gleichen. alten Seebären stolz und für euch soll es sich auch lohnen. Longbens Fluch soll mich treffen, wenn nicht. Es lohnt sich für mich, na, das will ich doch hoffen. So, was möchtest du denn da hinten noch bauen? Wir bauen erstmal unsere Stadt schön aus Captain hier. Kenway, einen Moment. Ja, Ich rede natürlich. nicht um den heißen Brei herum, Captain. Ich brauche Geld für ein kleines Warenlager. Ich wäre euch ewig dankbar. Und als Gegenleistung bringt ein Laden im Ort viele nützliche Waren hierher. Was die alles haben wollen? Nee, nee, nee. Natürlich kriegst du das, mein Freund. Das Geld wird ja brüderlich geteilt. General Store. Wunderschön, dann guck mal gleich mal da rein, was es da so gibt. Kenway, benutzt bitte die Tür wie jeder andere Mensch. Na, Junge. Oh, hier geht's ja extra nochmal runter. Wie läuft der Laden? Schwertsets, Pistolensets, Munition, Monturen. Monturen, was haben wir denn an Monturen? Freibeutermontur. Piratenmantel. Huch. Piratenkapitänsmontur. Händlermontur. Politikermontur. Edward Kenway Kutte. Die besitzen wir ja. Ich fand den Piratenmantel ganz... Nee, war das nicht den? Ich fand den Freibeuter. Die Freibeutermontur fand ich ziemlich geil. 5000. Aber ich meine, wir müssen ja auch gut rüberkommen, ne? Also von daher... Obwohl, warte mal. Was gibt's denn noch? Jagdbeute kaufen, Monturen. Schwertsets. Was wollte ich mir für ein Schwert holen? Ich wollte mir die off... Nee, das habe ich. Ich wollte mir den Offiziersrapier holen. Den hole ich mir jetzt auch. Bam, bestätigen und wir haben den Offiziersrapier. Sehr schön. So. Excellent. Merci, mon ami. So, da haben wir die Offiziersrapiere und dann wollen wir hoffen, dass das Ding jetzt ordentlich Bums macht. Mit der ganzen Kohle, die wir schon gesammelt haben. Sieht nicht schlecht aus. Aber es ist auch die und ich hoffentlich habe ich noch genug Geld. Ne, habe ich hundertprozentig nicht. Hab nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Was sagt ihr? Kostet bitte nur 100. 7000, ja, schon klar. Gut, okay, das ablehnen, natürlich. Das kann ich momentan noch nicht machen. Und da hinten wäre noch jemand was. Und da müssen wir wohl erstmal ein bisschen... Kohle wieder sammeln und dazu würde ich sagen,
springen wir mal Hipser Hopser Flottiker Robser auf unser Schiff. Wuhu! Nein, nein, ist schon richtig, kennen wir. Guten Tag, Captain. Guten Tag. Na dann. In sich stechen. Wollen wir nochmal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ob wir das einmal durch weite Pixelgegenden. Ahoi, Captain. Wir haben einen Haufen Seekarten und Logbücher und dergleichen in diesem Dorf gefunden. Sie liegen sortiert in der Kapitänskajüte der Jackdaw. Echte Wertarbeit. Seekarten und Logbücher? Könnten hilfreich sein, wenn wir entscheiden, eine eigene Flotte zu bauen. Das dachte ich mir auch, Captain. Sieh es dir mal an und sag mir, was du denkst. Dann schaue ich es mal an. Ich wollte gerade die Schiffe da hinten versenken, aber dann schaue ich es mal an. Seekarten. Entschuldigung, die Ubisoft-Server sind zurzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie später. Aber genau die soll ich da erreichen, oder? Achso, okay. Also das sind die Seekarten gewesen, aber momentan ist der Ubisoft-Server überlastet und ich habe mein Spiel eh noch nicht verbunden mit dem Rest. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die mir unten in Tulum zeigt. Ziemlich weit weg. Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Ach, die greifen uns das auch an, wenn sie uns sehen. Alles klar. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Bord, Cap! Menschliches Treibgut auf Kurs! Wir sind außer Gefahr, Sir. Scheint noch zu leben. So, jetzt legen wir uns aber richtig ins Zeug hier mal. Weil, fuck. Nicht in Sichtradius gelangen. Nicht in den Sichtradius gelangen. Okay, wir wurden gesichtet. Aber jetzt nicht mehr. Okay, gut. Dann können wir jetzt auch wenden. Oh, die Sonne da oben, echt geil. Und fahren mit voller Brise da. Erstmal zu dem Streitgut da. Das ist, sieht das mal ganz gut aus. Ah, sie singen wieder. Ah, das ist so krass, die Schiffe. Und was bist du? Ein wunderschönes Ziel. Ich würde sagen, wir haben ein Ziel uns erkoren. Wir werden es entern, dazu sind wir geboren. La 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 la. Tausende Stücke soll da sein. Was gibt's denn da? Ein Wal! Moment, zwei drücken? Captain ist am Steuer. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein! In die Wanden, alle Segel reffen! Bevor ich mir das Schiff... Wo ist das Schiff hin? Habt ihr nicht gehört? Nur Segel setzen! Ach, da hinten. Lasst uns den Aufgeilen, aufgeilen! Findet die Harpunen los! Wiederholen und aufgeilen! Jeha! Jetzt hat man wieder gezeigt, was der Captain kann. Na, mein Kleiner. Das ist es! Ruhig jetzt! Es geht los!
Stirb! Ich hab dich! Stirb! Seht ihr das, Leute? Oh yeah! Ha, ja! So! Und das Seil ist gerissen! Hat das jemand gehört? Wo ist er? Achtung, Backbord voraus! Was? Oh, Mist. Okay, das hat nicht funktioniert. Er ist gefährlich. Ach nein, wirklich? Ich sehe ihn, Steuerbord voraus. Bring mir Sende, Captain. So, los, komm her, los. Er wird schwächer. Woo, wir haben ihn. Yeah. Okay, es hat nicht ganz funktioniert beim ersten Wurf, aber... Nicht schlecht, wir haben den Bullenhai gefunden, ohne dabei drauf zu gehen. Das ist Fleisch für eine ganze Woche. Wuhu, und wir segeln weiter. 3 Schoner der Stufe 11. Oh oh. Was bist du? Ein verlassenes Schiff, wie es aussieht. Auch ein Schoner Stufe 11. What the fuck? Raus, 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 raus. Oh oh, oh oh. Das ist kein gutes Idee, hier zu sein. Wir müssen unbedingt aufpassen, was wir machen. Wir sind immer noch im Kriegsgebiet hier. Aber ich würde mir so gerne die Schiffe krallen da drüben. Kanonenboot, Fregatte. Naja, da probiere ich erstmal hier lang zu fahren. Das Kanonenboot wird geschrottet anscheinend. Greift uns das an. So, ich probier's einfach mal. Mit diesem Schiff da. Gute Nacht. Gute Nacht. Da ist Ihre Schwachstelle. Ein Gegner für unseren Captain. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Wie ging das nochmal? Achso! Feuer! Na los, komm her! Feuer! Haltet euch fest! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, gut, wir... Okay, ich muss mich gerade wieder konzentrieren. Nein, nicht noch eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Gut, okay. Also Level 23er Schiffe, wir merken uns das vor, sind eindeutig noch zu stark für uns. Wir haben dem Schiff fast gar nichts. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zahlt. Ach du Scheiße. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum.
Ich würde mich da ja dann, wenn das eine erste Schiff kaputt ist, reinhängen. Aber wir würden nicht mal ein einzigster Angriff von denen überleben. Aber wir könnten warten, bis die kaputt sind und eventuell die Rohstoffe holen. Huch, was ist das? Ich habe das Schiff im Visier. 1000 Real sind auf dem Schiff drauf. Ach du Scheiße. Komm mal her, Schiffchen. Leersegel einholen. Ach du Scheiße. Können wir da irgendwie an Bord gehen? Wow, wow. Wer hat dir gesagt, dass mich das Ding angreift? Ach du Scheiße. Ach nee, wirklich? Ich wusste nicht, dass mich das angreift dann. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich versuch's. Wir wurden in Brand gesteckt. Achtung! Das sieht schlecht aus.